Und jetzt der Wochendurchblick mit Florian Streibel. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen zum Wochendurchblick. Es ist jetzt fast genau 2 Jahre her, kurz nach der Landtagswahl, da schrieben wir fleißig am Koalitionsvertrag von Freien Wählern und CSU. Beispielsweise zu erneuerbaren Energien. Wir werden den weiteren Ausbau der Windkraft in Einvernehmen mit Bürgerinnen und Bürgern und Kommunen voranbringen, heißt es da. Und weiter. Daher werden wir uns für eine Ausweitung des Südkontingents bei Wind- und Photovoltaik-Ausschreibungen einsetzen. Soweit der schwarz-orange Koalitionsvertrag. Bei der Photovoltaik klappt das hervorragend. Auch dank des Förderprogramms von Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger, das einen regelrechten Speicherboom in Bayern ausgelöst hat. Ausbaufähig bleibt dagegen die Windkraft. Hier machen wir uns für den Zubau entsprechender Anlagen in Bayern stark, wo immer dies die Bürgerinnen und Bürger wünschen. Doch derzeit bekommen Windkraftbetreiber in Freistaat viel Gegenwind. Das geht so weit, dass Altanlagen, die vor Inkrafttreten der 10H-Regel in Bayern genehmigt wurden, nicht mehr gegen kleinere, moderne Windräder ausgetauscht werden können. Nur, weil sich über die Jahre notwendigerweise der Anlagentyp geändert hat. Die Freie Wähler Landtagsfraktion wird deshalb in nächster Zeit verstärkt auf den Koalitionspartner zugehen und ihm verdeutlichen, dass er bayerischen Bürgern mit ihrem Engagement für Windkraft nicht im Wege stehen darf. Denn wer die Energiewende bewältigen will, muss auf einen möglichst breiten Mix aus erneuerbaren Energien zurückgreifen. Windkraft trägt daran einen bedeutenden Anteil, auch und gerade in Bayern. Bitte bleibt gesund und Gott schütze euch. Der Wochendurchblick mit Florian Streibel. Freie Wähler Landtagsfraktion.